Und ich darf Ihnen vorstellen von Neurosox, Wolfgang Syrol. Wir haben mit ihm eine wahnsinnig tolle Kooperation begonnen. Ich bin ewig dankbar, dass wir uns zufällig eigentlich kennengelernt haben. Du musst ihn Und Yvonne, du hast mir auch gesagt, er war bereits schon bei Baden Dance Against Cancer mit dabei. Also... Ja, und Wolfgang hat uns mit der unglaublichen Summe von 20.000 Euro für die Krebshilfe Niederösterreich unterstützt mit seiner Firma Neurosox. Und da bitte ich einmal um einen Riesenapplaus, gerade in der heutigen Zeit, dass es solche Menschen gibt. Dankeschön, danke. Lieber Wolfgang, du hast jetzt zu Baden noch eine Superlative draufgelegt. Ihr kommt ja nicht alleine. Achso, du meinst, achso, ja, wir kommen nicht. Check habe ich noch nicht gemeint, das würde ich mich nie trauen. Weißt du auch noch nicht. Ja, wir haben immer, weißt du, ich bin jemand, ich muss, möchte immer noch was drauflegen und wir haben, waren heuer im Jänner mit meinem lieben Freund, Michael Alois Wagner in Los Angeles, weil er aufgenommen wurde als erst zweiter Österreicher nach Arnold Schwarzenegger in die Hall of Fame. Beim Bodybuilding. Darf ich da kurz fragen, wie kommt man in die Hall of Fame? Ja, hier gibt es drei Kategorien. Und die erste Kategorie ist, du musst eine Ikone sein, so wie Arnold und die alten Schauspieler noch alle. Das war ich nie. Das zweite ist, du müsstest mit Olympia gewesen sein. Das war ich auch nie. Ich war nur in Österreich tätig. Und das dritte ist, du bist eine Ausnahmeerscheinung auf diesem Sektor. Und ich wurde als weltweit größter Fitness-Influencer in die Hall of Fame aufgenommen, weil ich einfach, ich bin auch sehr viel in L.A. drüben und wir leben ja fast drüben, weil wir eben so viele Menschen da kennen. Und darum ist mir diese Ehrung zuteil geworden und es ist schon etwas Besonderes. Ich wusste es auch gar nicht, in was für eine Größenordnung das eben dort sich ausgedehnt hatte. Und wenn man dann schon so wirklich eben eine Ehrung bekommt, die weltweit nicht sehr viele haben, ist das schon etwas Angenehmes. Du hast gesagt, der einzige Österreicher außer Arnold Schwarzenegger. Ja. Wow, gratuliere. Ja, und wir waren, und das, die Auszeichnung war auf einer Fit Expo in Los Angeles, eine riesengroße Fitnessmesse, und dort ist irgend so ein Riese gestanden, mit einem Stand, der war überdimensional und eben Roland Kickinger, ich kannte ihn ja nicht. Und der Michael sagt, ja, cooler Typ und wir haben ein bisschen geplaudert. Er hat uns dann 5 Tage später auf seine Segeljacht eingeladen. Wir waren dann mit ihm segeln und dann, das ist schon ein gescheites Boot. Und das Coole war eigentlich, also wir haben ja nicht geredet, dass er jetzt nach Österreich kommt, aber ich habe ihm als Dank für diesen Segeltörn, habe ich mir gedacht, ich gebe ihm das Wertvollste, was es gibt, ich schenke ihm ein paar Socken. Und ja, was dann passiert ist, das soll er, glaube ich, selber sagen, der Roland Kickinger. Ja. Gerne. Vielen, vielen Dank. Also was dann passiert ist, dann habe ich wirklich geschaut. Also und eines habe ich gewusst, diese Socken werde ich nicht mehr hergeben. Ich habe als ehemaliger Leistungssportler, das hat nicht nur positive Seiten, auch negative Seiten. Also wir haben leider ab und zu Verletzungen und ich habe immer ein bisschen mit den Rückenproblemen gehabt, speziell mit den Bandscheiben. Und ja, es ist, wenn man so 2 Meter auch ist, das hilft natürlich auch nicht sehr, also wenn man groß ist und so weiter. Und mit Wolfgang hat mir diese Socken gegeben und ich habe gesagt, was mache ich mit diesen Socken? Das kann es nicht geben, aber ich bin ein positiver Mensch und ich sage niemals nein. Also wenn man jemand was gibt und so, dann probieren wir es einmal. Also wurscht, einmal kann man es immer ausprobieren. Ich sage auch, einmal ist keinmal. Einmal ist keinmal. So ist es. Also auf jeden Fall habe ich die Socken ausprobiert und binnen 10 Sekunden habe ich was gespürt, was man eigentlich nur spüren kann, wenn man diese Socken anhat. Das kann man so schwer erklären. Also auf einmal, die Schmerzen sind weggegangen und ich habe so ein heißes Kribbeln auf den Beinen, das ist wieder höher kommen. Okay, hör schon auf. Auf jeden Fall, es war wirklich ein Wahnsinnsfeeling und ich bin gesprungen nachher. Also und du bist sogar bis hierher gesprungen. Das heißt, man könnte sagen, Socken haben dich zu uns nach Wien jetzt gebracht. Ja, und ich habe auch getanzt. Ich habe die ganze letzte Nacht durchgetanzt mit meinem Tanzpartner, mit Dagi. Dagi, wow! Ist mein Tanzpartner. You're our new dance couple tomorrow. We practice dancing as well and we were both partners. Yeah, we're twins. So, and I was amazed. Dagi was pushing me up and on the side and he was... Who is the leader?
Dougie, of course, yeah, was the I leader. I thought so, yeah. Yeah, he got the muscles, so. So auf jeden Fall, ich bin sehr dankbar, dass ich auch nach Wien gekommen bin, auch mit Mio Neurosox natürlich. Die haben mich hergebracht und Yvonne, danke vielmals für die Einladung auch. Du hast das wirklich super gecheckt und gemanagt. Und ich werde auch für die nächsten 10 Jahre, bin ich auch dabei, wie besprochen. Ich bin so froh, dass wir laufende Kameras hier haben. Ja, genau. Wir haben hier alles auf Beweis. Erzähl uns auch ein bisschen was über dich. Du bist ja eigentlich ursprünglich aus Österreich. Dann bist du nach Amerika gegangen und was hast du dort alles erreicht? Na, pass auf, ich bin aus dem 14. Bezirk Benzing. Ich bin ein Benzing. Hey! Jawohl! Ja. Einige Benzinger hier vielleicht? Ja, ein Benzinger, herrlich. Ah. Hütteldorf, jawohl. Na gut, ich bin im 95er Jahr ausgewandert und ich habe einen Traum gehabt und den habe ich mir zum Glück auch erfüllt. Ich habe mein Geheimnis ist immer, wenn man wohin möchte, wenn man einen Traum hat, immer mit einem Einfachticket zu fahren. Nie mit einem Rückwärtsticket auch. Weil dann hat man keine Chance mehr. Also man muss es einfach schaffen. Und dieser Traum, wie gesagt, ich habe immer den Traum gehabt, natürlich als Bodybuilder erfolgreich zu sein. Ich habe 4 Jahre lang als professioneller Bodybuilder war ich tätig und dann vom Bodybuilding auch ins Entertainment. Das war so ein relativ kleiner Schritt, weil in Amerika ist Bodybuilding auch ein großes Entertainment. Und jeder Bodybuilder dort, also sind die meisten, die haben auch Agenturen. Und man kann als Bodybuilder relativ einfach Werbungen machen und Gaststar-Roles und Filme und so weiter. Und das, weil als Bodybuilder ist man irgendwie auch ein Auszeigeschild, also von der totaler Gesundheit, wie es so sein soll. Man sollte es glauben. Also als Bodybuilder hat man natürlich immer, man sieht am Bodybuilder, sieht, dass alles ist perfekt. Und man hat dann irgendwie, die Leute glauben, das ist so ein gesunder Mensch, das gibt es gar nicht anders. Aber es gibt sehr viele Bodybuilder, die auch Probleme haben mit der Gesundheit. Aber wichtig ist, dass man eben diese Gesundheit auch irgendwie weiterbringt an anderen Menschen. Also unsere, irgendwie unsere, wie sagt man? Unsere Verantwortung, ja genau, unsere Vision, unsere Verantwortung, dass man auch die Gesundheit irgendwie weitergibt. Und dann habe ich nach diesen Bodybuilding-Wettkämpfen habe ich dann Fitness und Wellness und Nutrition Centers habe ich aufgebaut. Wir haben also eine kleine Kette in Los Angeles und in Arizona, wo man auch den Leuten hilft, totale Gesundheit zu geben. Wir machen komplette Körpertransformationen. Und ja, wir versuchen Amerika noch gesünder zu machen. Also da hat man eh einiges zu tun, oder? Möglicherweise, ja. Erzähl uns noch, was natürlich uns alle auch interessiert, deine Filme, die du gemacht hast. Das ist natürlich für jemanden, der in Österreich geblieben ist, der sich nie getraut hat, ohne Rückwegticket dorthin zu fahren. Immer die größte Vision, weil das ist doch auch wirklich was Tolles, was du da alles geschaffen hast. Ja, naja, ich spreche nicht gerne über mich, aber ich glaube also, mit den Filmen, wie gesagt, man braucht immer, es ist alles ein Teamwork, also auch mit Filmen, da braucht man ein Team, man braucht eine Agentur, man braucht einen Manager, man braucht einen Publicist, also alles, was man macht und erfolgreich ist, da stehen eigentlich mehrere Leute hinter dir. Und ich habe angefangen mit einem Kurzfilm, ich kann mich erinnern, im Goldstein habe ich trainiert und da ist ein Producer zu mir hergekommen und gefragt, Herr, du schaust gut aus, möchtest du nicht einmal einen Film machen? Ich sagte, ja, gerne. Und er hat gefragt, wie viel willst du haben, bezahlt? Habe ich gesagt, nein, ich möchte meinen Händel haben. Jede 3 Stunden brauche ich einen Huhn. Weil ich war damals noch in Wettkampfform und das war eigentlich meine erste Rolle. Und das hat geheißen 15 Minutes of Fame. Das war mit Andy Warhol, ein Kurzfilm. Und meine Gage war, jede 3 Stunden habe ich einen Händel gekriegt. Also das war so fang. Naja. Also so fängt man an, also mit kleineren Sachen und dann kommen dann größere Sachen, ich habe sehr viele Werbungen, ich habe das Glück gehabt, ich habe sehr viele Werbungen gemacht und Guest-Starring Roles und so weiter und ich hab auch mein großes Vorbild, einer meiner größten Vorbilder, Arnold, habe ich auch in einem Film gespielt, in einer Autobiografie, der wurde dann in A&E, das ist ein Fernsehsender in Amerika, ausgespielt. Also das war einer meiner größten, wo ich wirklich stolz bin, weil ich habe immer sehr hinaufgeschaut auf den Arnold, weil man dachte, naja, das muss doch möglich sein, dass es ein Zweiter auch machen kann. Ich glaube, der aus Österreich kommt. Der aus Wien kommt, genau.
Und dann ihm zu spielen auch noch, das war wirklich eine super Ehre und das war was ganz, ganz Feines eigentlich. Und dann habe ich auch den Terminator auch gespielt ab und zu, also den T-800 und das war auch wieder so eine Sache, ist auch gut. Und sehr viele, ich gehe nach Indien einmal, zweimal im Jahr, da bin ich auch in Bollywood daheim, da mache ich auch Filme. Kannst du auch Bollywood? Na, natürlich, gerne. Ja. Tanzen wir gemeinsam später heute Morgen. Sehr gern. Und in Indien ist es so, die haben gern Muskeln. Also die sind nicht der Scheu von den Muskeln. Also die haben das gern, wenn jemand ein Schauspieler muskulös ist. Und als in Indien als Weißer ist man immer der Villain. Ist man immer der Böse automatisch. Also ich kann nie einen Hero spielen, weil ich ein Caucasian bin. Also ist ganz lustig. Ist das Gegenteil wie in Amerika. Ja, so mit der, jetzt geht's weiter. Also das ist also alles ein Anfang noch. Ich glaube, das ist einer der größten Sachen, wird bald kommen in Amerika. Und das werden wir noch nicht viel, sprechen drüber, aber das kommt erst ganz groß raus. Also das wird ganz gut werden. Du bist die Erste, die das erfahren wird. Ich wollte es gerade sagen. Vielen Dank, vielen herzlichen Dank.